Bei mir ist es eine tonisch-klonische Epilepsie. Beim Spielen hat mein Vater mich einfach vorgefunden mit Schaum vor dem Mund. Durch meinen Vater lebe ich jetzt noch. Moin, ich bin der Olli, komme aus Berlin. Heute haben wir Epilepsie. Was hast du für eine Krankheit? Bei mir ist es eine tonisch-klonische Epilepsie. Das ist ein, ja, wir sagen mal, Fasching im Gehirn. Was kann man sich darunter vorstellen? Man kann sagen, das ist ein, wie bei den Kindern, ein Fieberkrampf, dass man am kompletten Körper zittert. Es gibt ja auch die großen und die kleinen Anfälle. Die kleinen Anfälle sind nur Hände zittern und die großen sind, dass man komplett weg ist. Seit wann hast du die Epilepsie? Ich habe sie selbst seit 2000. Das war das Neujahrsgeschenk. Kam die Epilepsie plötzlich oder war das ein schleichender Prozess? Nee, bei mir kam sie plötzlich. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gelebt. Und dann beim Spielen hat mein Vater mich einfach vorgefunden mit Schaum vor dem Mund und auf Deutsch zusammengesagt. Keiner wusste, was war. Es gab vorher keine Anzeichen? Nee. Ich habe ganz normal gespielt und dann, ich wusste selbst nicht mehr, was war. Nur durch Erzählung von meinen Eltern. Haben sich die Anfälle verschlimmert? Seitdem ich es jetzt habe, ja, früher hatte ich maximal 3 im Jahr. Jetzt hatte ich alleine 2020 8 Stück. Hat jemand in deiner Familie auch Epilepsie? Ich bin der Einzige komplett in meiner Familie. Nicht mal meine Schwester, keiner. Wann hast du deinen ersten Schock bekommen? Den richtigen ersten epileptischen Schock habe ich letztes Jahr bekommen, wo ich dann 10 Minuten bewusstlos war. Wie schränkt dich die Epilepsie im Alltag ein? Ich darf nicht in Disco gehen, weil das ganze Blitzlicht und Flackerlicht den Anfall auslösen kann. Genauso wenig darf man Alkohol trinken und auch keine Drogen nehmen, weil alle Anfallsauslöser sind. Wie oft gehst du zu Kontrollterminen? Ich gehe alle Vierteljahre, immer bei einer Neurologin und dennoch zur Epileptologin, die mehr Bescheid weiß. Fühlst du dich gut versorgt? Bei der Epileptologin ja. Nimmst du Medikamente gegen die Epilepsie? Momentan nehme ich 3 Präparate. Das ist Lamotrigin, Levetiracetam und dazu gehört noch momentan, was aber ausgesetzt wird, Pramipexol. Welche Hilfsmittel benötigst du im Alltag? Ich habe selbst ein Epicare, was in einer Art aussieht wie ein Hausnotrufgerät. Der Epicare. Da gibt es 2 verschiedene Versionen drüber. Einmal für das Handgelenk. Das ist dann eher für die Epileptiker, wenn man draußen einen Anfall hat oder mehr im, ich sag mal, wohnlichen Umfeld. Ich habe sie eher, wenn ich im Bett liege, meist die Anfälle. Da gibt es dann eine Version, die an der Matratze seitlich festgemacht wird mit einem Gurt. Und das merkt dann, sobald du einen Anfall hast im Bett, löst einen Alarm aus und dann kommt es darauf an, wie du das Gerät zusammengestellt hast mit dem Hersteller. Es gibt immer die Version, dass du nur einen kleinen Empfänger hast, den ich jetzt hier habe, aber der reicht kaum. Alleine Stahlbetonwände ist dann 0. Wir haben es mal probiert, von 5 Alarmen sind 3 angekommen bei einer Nachbarin. Dann hat der Hersteller gesagt, es gibt noch ein sogenanntes GSM-Funkmodul, wo du nur eine SIM-Karte brauchst, was dann bei der Nachbarin oder bei der Person, die den Alarm bekommen soll, sowohl auf Handy als auch auf Festnetztelefon Alarm auslöst und die kann den Alarm dann erst ausschalten an der Basis. Sprich, bei mir ist es die Nachbarin, die kommt dann rüber, drückt, dass der Alarm aus ist und dann bin ich eh bei ihr in der Hände auf Deutsch. Sie ruft dann den Rettungsdienst. Du hast hier diesen Sender, sag ich jetzt mal, der kommt seitlich an der Matratze ran. Da muss man auch mit dem Hersteller gucken, welchen Matratzenabstand man hat. Es gibt für Ehebetten und für Einzelbetten. Und jetzt, er hat ausgelöst. Das ist jetzt alleine die Basis, die ganze Zeit so piept, bis einer quittiert, wenn du Wohnfeld ihn hast, der sofort hört. Du kannst das einstellen auf 10 Empfindlichkeitsstufen. Das Gerät steht seitlich auf dem Nachtschrank, hier ist ja die Antenne dran. Und sobald du jetzt irgendwie einen Anfall hast, die Bettmatratze wackelt, irgendwann löst es, so löst es schon aus. Wenn du dich umdrehst, normal, kann es passieren, aber dann kannst du stoppen den Alarm und für da. Hand gibt es, wie gesagt, auch, das ist die gleiche Basis. Bloß da hast du wie beim Hausnotrufgerät so ein Armband. Und wenn du dann so einen Anfall kriegst und die Hände so zittern, löst das auch aus. Und jetzt zurück zum Interview. Gibt es Möglichkeiten, die Anfälle zu mindern? Ja, man kann sich einen Hirnstimulator einsetzen, der die Anfälle lindern soll. Dass du dann, wenn du einen Anfall merkst, einen kleinen Stromstoß aussetzt und dann ist der Anfall auf Deutsch wieder weg. Hast du sowas? Nein. Weil das meist bei den fokalen Anfällen eingesetzt wird. Da wissen sie genau, welche Region betroffen ist.
Man sagt dann rechte Hirnhälfte oder linke und da wird dann der Stimulator eingesetzt. Bei mir können Sie noch nicht genau sagen, wo der Herz sitzt. Deswegen sagen Sie tonisch-klonische. Das ist das ganze Gehirn. Wie gehen deine Freunde mit deiner Epilepsie um? Also alle, die jetzt noch, seitdem ich den Unfall hatte, dabei sind, wissen Bescheid und die wissen auch, was sie machen müssen. Und die gehen auch damit vollkommen frei um. Selbst meine Arbeitgeber sagen, er hat's fertig, sind alle unterwiesen. Wie haben deine Eltern reagiert, als du deinen ersten Schock hattest? Für beide war es ein Schock. Bloß durch meinen Vater lebe ich jetzt noch. Denn wir hatten erst die, oder die hatten erst überlegt, rufen sie den Rettungsdienst oder nimmt mein Vater mich und fährt ins Krankenhaus selbst. Und er hat dann gesagt, Autorin selber rüberfahren. Was machst du beruflich? Jetzt bin ich Bürokaufmann für Speditionswesen. Also man kann sagen im Lager. Konntest du deinen erlernten Beruf noch ausüben? Den konnte ich noch auslernen. Bloß musste dann immer aufpassen, wenn ich einen Anfall habe, weil ich als Fachlagerist gearbeitet habe, keinen Stapler fahren. Kennst du noch andere Epileptiker? Ich kenne jetzt alleine durch das KIH, wo ich stationär war, 6 weitere Epileptiker, mit denen wir auch in regen Kontakt sind. Denn die haben verschiedene Formen von Epilepsie. Kannst du Foren empfehlen, die einem Epileptiker helfen? Wenn, dann sage ich immer die Epilepsievereinigung, die in Berlin sitzt. Die helfen bei allen Sachen, auch bei den Ausweisbeantragen. Was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben, um mit ihrer Epilepsie besser klarzukommen? Dass man auf jeden Fall die Medikamente nimmt und auch in ärztlicher Behandlung bleibt. Weil das ist das A und O, wenn mal der Valproatspiegel runter ist oder bei den anderen Medikamenten. Dann kommt der Anfall sofort und man soll auch keinen, wie gesagt, Alkohol, Disco meinen. Das war's bei dem Video zum Thema Epilepsie. Wer noch Fragen hat, kann sie mir in die Kommentare stellen und Channel abonnieren, denn es kommt immer Sinnvolles bei raus und auch Hilfreiches für manche.